The unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. Cause that's where the ranger's gonna be. So, ja, da wären wir beim Duellkerker. Einmal zeige ich euch noch die ganzen Orden, die ich dabei habe. Und Kriegsspor packe ich wieder raus hier. Okay, hier, Dressman, okay, Multisprung, Schrumpfer, tu mir nichts, Eispower, Meistersprung, Ausweicher, Ausweicher. Glück gehabt, Herzlein, Herzlein. Blumensegen, Powerdog, Stachelschild, alles oder. Elektriker, Sparblüte, Verteidiger, Verteidiger, Kraft plus P. Ja. Werden wir es mal versuchen mit 10 KP, okay? Ich habe keine Ahnung, wie das ausgehen kann. Let's go! Und ihr habt entschieden, dass ihr immer alle neuen Gegner sehen wollt. Also werde ich das so machen. Hier sehen wir den ersten neuen Gegner. Hooray! So, okay. Fangen wir an. Oh Gott! Den hätte ich scannen, egal. Ich werde ihn wahrscheinlich noch öfter sehen. Das war die erste Etage von 100. Okay. Menschen sammle ich mir schon ein. Ich habe ja 10 Lebenspilze dabei, wie ich jetzt immer jetzt... komm hier, 10 Lebenspilze, ja super. So, Etage Nummer 5 und hier sehen wir den Fuzzi. Yay. Oh, ein paar unterschiedliche Gegner diesmal und die haben Items dabei, okay. Töten wir aber alle mit einem Sprung, yeah, hooray. Items brauche ich sowieso nicht, deswegen ist mir das scheißegal. Ja, der Pilz ist mir da hinten, scheißegal. Okay, gut. Okay, wir sind in Etage Nummer 10. Und das heißt, es gibt den ersten Preis. Und der Preis ist... Heiß. Nein, der Preis ist Schnarcher, ein blöder Fußorden. Naja, okay. Weiter geht's. In so welchen Etagen, also 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, kann man wieder hochgehen und dann sind wir an der Oberfläche. Aber nein, natürlich machen wir das nicht. Das wäre blöd. Weil ich ja irgendwie bis unten will. Okay, Etage Nummer 11. Sehen wir mal neue Gegner. Komm her, Gumbo. Ne, Erstangriff, wir brauchen Erstangriff, wir brauchen keinen. Okay. Machen wir erstmal dich tot, weil du hast die blöde Blume. Hahaha. Obwohl ich eben beide tot kriege. Ne, ich will ja scannen. Haha, ich bin nicht blöd und ich vergesse es nicht. Weil dann, es wäre so blöd, wenn ich irgendwas vergessen würde, vor allem in Etage 90 oder so. Kann ich den ganzen Weg nochmal runtergehen, um den einen scheiß Gegner zu scannen? Juhu. Ach du Arsch. Die Gegner sind doch ganz toll hier, die bringen alle so viel Erfahrung. Insgesamt 1 pro Kampf. Hm, das lohnt sich. Wenn das so weitergehen würde, würde ich einmal nur ein einziges Mal den Duellkerker durchgehen müssen, hätte ich ein Level up. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. So, jedenfalls gehen wir weiter. Etage Nummer... Oh, Nummer 15. Und wir sehen hier so einen... Also erstmal, ja, warum klicken? Ja, egal. So, hier ist... Ja, das ist der Verschicker. Und er kennt Abkürzungen in diesem Kerker. Und der kann mich ein paar Etagen weiterführen. Das heißt, wir können ein paar Kämpfe überspringen. Yay! Und zum Eingang kann er uns aufbringen. Ich gehe jetzt erstmal nur 2 Etagen tiefer. Ja. Weil, ja, ich brauche es eigentlich nicht skippen. Ist mir egal, also... Etage Nummer 18. Und wer ist hier denn? Ein ramponierter Tor liegt auf dem Boden. Was zum... Willst du mich gerade ein bisschen verarschen?
Okay, ich töte erstmal den Gegner, ich glaube. Dann sollte es weitergehen. Und ein Hoch auf den Multisprung. Hey! Den werde ich hier die ganze Zeit benutzen. Jedenfalls die ersten Etagen. Also ist schon cool. Mal sehen, ob jetzt was mit dem Tort machbar ist. Wenn nicht, wird kacke. Ah, okay. Ja, ich bin gekommen, um dir zu helfen. Oh, wirklich, ja. Teddybär. Nee, ja, doch. Teddybär hat dann zurücklebend. Ja, jetzt muss ich den herausführen. Ja, wir gehen. Komm mit. Den müssen wir jetzt also bis Etage 20 bringen. Okay, da wären wir in Etage 20. Und dann haben wir den auch rausgeführt. Yay! Und wir können jetzt hinterhergehen, dann würden wir eine kleine Belohnung kriegen, aber okay. So, jetzt kriegen wir erstmal eine große Belohnung, und zwar... Na okay, doch keine Belohnung. Feuerschlag ist scheiße. Und es ist Zufall, alle 10 Etagen kann auch dieser Typ hier kommen und der kann mir Sachen verkaufen. Allerdings zu überteuerten Preisen. Und so tiefer man kommt, umso teurer werden die auch, also... Naja, muss man selbst wissen. Also bisher habe ich ja eh keinen Platz, deswegen habe ich mir schön ausgekauft hier alles. Und jetzt geht's in Etage 21 weiter. Yeah! Mal gucken, was hier so für Gegner kommen. Oh, jetzt haben die eine Pika-Mütze aus. Na super. Haha, du kriegst trotzdem irgendwie meinen Arsch in die Fresse. Haha. Sonst noch was dabei? Oh, Buhus. So, du stirbst. Dann setzen wir unseren altbewährten Multisprung noch nicht ein, weil wir scannen. Scanner! Das ist ein Pieksglumber. Yeah! Doch, ich kann drauf springen, glaub mir da. Vertraue mir! Vertraue mir! Super! Da haben wir die auch besiegt. Und dann können wir weitergehen. Wie super ist das denn? Aber erstmal Geld einsammeln. Geld ist wichtig. Vielleicht. Etage Nummer 33. Ein Lakito steht im Weg. Und wir kriegen keinen Erstangriff hin. Natürlich nicht. Oh, Bomben sind auch dabei. Okay. Na, das könnte ja ein sehr, sehr interessanter Kampf werden. Nicht? Nein. Oder doch. Ich hab den Scheiß nicht hingekriegt. Na super. Kopfnuss und er ist weg. Ja, der Kampf dauert länger. Das ist kacke, ne? Nein, ich hab gekontert. Oh yeah. Herzlein, Blumensegen. Was haben wir da? Alles für eine Scheiße. Ja, und dann ist er tot. Tschüss, Lakito. Yay, Etage Nummer 30. Boah, und diesmal ist echt alles da. Der Händler ist da und noch dieser Spion ist auch noch da. Ja, aber erstmal gucken wir den Preis an.